Ey Leute, ich muss ehrlich mit euch sein. Ich war zuerst ein bisschen unmotiviert, das Video hier zu machen. Ganz einfach, weil mich die Karre mal wieder enttäuscht hat, die da hinter mir steht. Das Auto ja in GTA Online. Aber hab dann gemerkt beim Recherchieren, dass die Hintergrundstory zum Real-Life-Vorbild doch mega interessant ist. Von daher, ey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz. Und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Tuning und Test ist hier noch am Start vom neuen Overflot Immorgon, der am Donnerstag neu dazugekommen ist zu GTA Online im Rahmen der neuen Eventwoche. Zugegebenermaßen echt spät hier das Video, aber wie gesagt, ich habe es euch gerade erklärt, warum. Jo, und passend dazu das Ganze natürlich wieder mit viel unnützem Wissen und Real-Life-Anspielung. Meine Fresse, das war die Überleitung. Und jetzt kommen wir deswegen zu den Real-Life-Anspielungen. Erstmal Overflot, weil Overflot Immorgon ist in GTA Online meistens eine Anspielung an die echte schwedische Automarke Koenigsegg und an die deutsche Automarke Apollo. Koenigsegg, seht ihr, steckt drin. Wenn wir uns zum Beispiel mal das Logo anschauen, da haben wir das Wappen drin, bloß eben umgekehrt. Und die Schwedenkrone, Anspielung an die schwedische Krone vom schwedischen Königshaus. Und auch das Apollo-Wappen steckt auch so ein bisschen drin. Real-Life-Anspielung, echte Autovorbilder. Von welchen echten Autos hatten sich Rockstar Games hier inspirieren lassen für den Overflot Immorgon? Auf jeden Fall steckt hier insgesamt der Gumpert RG Natalie drin. Also Gumpert RG, Roland Gumpert, diese Initialien. RG Natalie von 2019 ist ein Sportwagen, methanolbetriebener Elektrosportwagen. Super interessantes Konzept, dazu gibt es später noch mehr beim unnützen Wissen. Erstmal jetzt noch hier zur Front, auf jeden Fall Gumpert RG Natalie, komplette Front praktisch mit Motorhaube, Windschutzscheibe, Frontschürze, Splitter und so weiter. Bisschen abgewandelt natürlich bei der Frontschürze wegen Lizenzgründen, aber ihr seht ja die Ähnlichkeit. Die Frontlampen wurden aber nicht vom RG Natalie inspiriert, die stammen nämlich von zwei anderen geilen Autos. Einmal dem Audi R8 von 2006, also wenn wir uns mal die Lampenform außen anschauen und die kleinen Leuchten innen, würde ich sagen, die gehen klar in die Richtung vom Aston Martin Vulcan. Extrem geiler Supersportwagen. Seitenprofil auch wieder fast komplett vom RG Natalie kopiert, bis auf diesen Luftschacht hier vorne, diesen Luftauslass. Die Felgen auch wieder ganz klare Anspielung RG Natalie. Ihr seht es ja selber, diese krasse Ähnlichkeit. Die Heckleuchten mit der fetten durchgehenden roten Lichtleiste wieder kopiert vom RG Natalie, bloß dass Rockstar Games die ja umgedreht hat. Also im Real Life ist die ja weiter unten, hier hat Rockstar Games nach oben gesetzt. Diese Luftschächte links und rechts kopiert vom Audi R8 von 2006, erste Generation. Beim Heck insgesamt hat Rockstar Games ein bisschen was Komisches gemacht. Die haben ja praktisch den RG Natalie genommen und den Audi R8 2006, haben beides so vermischt und haben sich so gedacht, Digga, wir müssen jetzt irgendwie nochmal mit so einem fetten Hammer draufhauen, dass alles so nach innen gedrückt wird. Das Heck ist mega hässlich, finde ich. Und erinnert mich irgendwie an den Fisser Neo, auch so ein super hässliches Auto, also meiner Meinung nach. Du guckst so vorne und denkst so, ja, sieht eigentlich ganz nice aus, so futuristisch und so. Und dann guckst so weiter rum, siehst du das Heck, denkst so, Alter, was ist denn hier passiert? Komischer Unfall, ja. So, bisschen weiter unten noch die Auspuffendrohre und der Heckdiffusor. Da würde ich sagen, Audi R8 von 2015, also zweite Generation vom Audi R8. Das Cockpit hat nichts mit dem RG Natalie im Real Life zu tun. Hier hat Rockstar Games mal wieder kopiert, zum Beispiel vom Komoda und noch irgendeinem anderen Auto, was mir gerade nicht einfällt. Wir fahren mal kurz in die LS Customs und ich werde das Ding mal tunen, ein bisschen verschönern, mal schauen, was wir so draus machen können. Ich habe so zwei Ideen im Kopf, wie ich den so designe. Die erste Idee, die ist relativ offensichtlich und die zweite Idee ist vielleicht nicht so offensichtlich. Auch interessant, lasst euch einfach überraschen. Erstmal kurz den ganzen Standardkram tunen. Es gibt übrigens noch ein paar Real-Life-Anspielungen hier bei den Tuning-Teilen und eine Sache, die man hier beachten muss beim Overflot Immorgon. So, Bremsen, Rennbremsen auf jeden Fall am Start. Erste Spezial-Tuning-Part sind hier die Stoßstangen. Wir haben ja Frontstoßstangen, Carbon, eine Serien in der Primär, einen Splitter in der Primär. Wird gleich ein bisschen epischer. Carbon, Splitter, Rennsplitter in der Primär. Und jetzt kommen wir zu den anderen Real-Life-Anspielungen. Das ist nämlich eine Anspielung an den RG Natalie Race. Es gibt nämlich auch noch eine Racing-Version, also eine Version für die Rennstrecke. Die ist eben nochmal ein bisschen mehr gepimpt. Du hast einen krasseren Frontsplitter, du hast noch andere Performance-Anpassungen, noch einen dickeren Heck-Spoiler. Gibt es nachher auch noch ein bisschen was. Ja, die Racing-Version halt. So, ich nehme mir auf jeden Fall einen, der sich nicht so sehr abhebt von diesem oberen Splitter da drüber. Ne, glaube ich, nehme ich hier den Plastik-Rennsplitter, weil der Carbon, der hebt sich doch ein bisschen zu stark ab, würde ich sagen. So, Plastik genommen, Heckstoßstange. Diffusor haben wir ja mal mit Rand. Carbon-Heck-Diffusor. Alternativer Diffusor an der Primär. Alternativer Carbon-Diffusor. Und das sieht extrem hässlich aus. Alter, was denn da passiert? Da hat sich Rockstar wahrscheinlich gedacht so, yo, wir hängen jetzt da einfach mal noch so einen super krassen, unpassenden Heckdiffusor ran. Es sieht wirklich aus, als ob der überhaupt nicht zum Auto gehört, als ob der da einfach mal rangeklebt wurde, ja. GT Rennkit Mark 2, Mark 3, GT Rennkit 4, GT Rennkit, Alter, es sind diese ganzen Rennkits. Einmal hier nochmal Primärfarbe, nochmal mit diesen Akzenten. Primärfarbe, im Prinzip
kaum einen Unterschied. Also ich finde, dieses Teil sieht komplett hässlich aus, dieser extra Diffusor. Von daher werde ich hier einfach einen Diffusor mit Rand in der Primärfarbe nehmen. Nächste Spezialtuning-Option ist ja Fahrgestell. Wir haben einen Haufen verschiedene Fahrgestelle am Start mit Haufen Sitzen, Überrollkäfig, dies, das. Überrollkäfig, by the way, auch eine Anspielung an den RG Natalie Race. Der hat nämlich auch einen Überrollkäfig für die Rennstrecke. Wir haben Rennkäfig, Tunerkäfig Mark 1, Straßenkäfig Mark 1. Das Ganze nochmal in der Sekundärfarbe. Rallye-Käfig Mark 2. Was ändert sich? Die Sitze sind im Prinzip gleich von Rallye-Käfig Mark 1 zu Mark 2. Aber das Lenkrad ändert sich. Das ist komplett anders. Wow, krass. So, dann Rennkäfig Mark 2, Tunerkäfig Mark 2, Straßenkäfig Mark 2, Rallye-Ausstattung Mark 2. Interessant. Was ändert sich hier? Auch nicht wirklich viel. Ah gut, es ist halt sekundär. Krass. Auch wieder Sekundärfarbe. Rallye-Käfig Mark 3. Da kriegen wir noch ein bisschen Rallye Armaturenbrett dazu und da unten nochmal so eine Verstärkung am Boden für die Füße. Rennkäfig Mark 3, Tuner Mark 3. Also die Unterschiede sind echt minimal. Ne? Ihr seht es ja selber, obwohl wir hier so viele Optionen, also viele Tuning-Parts am Start haben. Ich nehme auf jeden Fall nicht dieses Rallye-Armaturenbrett, obwohl der RG Natalie auch Rallye-Gene hat. Aber yo, gefällt mir irgendwie nicht. Von daher nehme ich hier die Straßenausstattung Mark 2 in der Sekundär. Da sehen die Sitze noch ganz cool aus. Naja, ein bisschen enttäuschend Fahrgestelloption. Jedenfalls Motor, EMS-Stufen, EMS-4, Auspuff. Wir haben, Titan-Doppelauspuff, dann Carbon-Auspuff. Obwohl die Auspuffe ja eigentlich gar keinen Sinn machen, hat er auch nicht im Real Life. Ist halt Elektroauto, obwohl mit Methanol betriebenes Elektroauto, aber die Auspuffe trotzdem, keine Ahnung, denke mal wegen Lizenzgründen. Dann ein großes Endrohr, dann ein großes Titan-Doppel-Endrohr, wieder Audi R8, erste Generation würde ich sagen. Großes Chrom Doppel-Endrohr. Am besten gefallen mir ehrlich gesagt die hier. Ich glaube, ich mache die hier in Carbon. Ja, ich mache die in Carbon. Das dunklere passt irgendwie ein bisschen besser. Dann, nein, Sprengstoff nicht. Kühlergrill haben wir noch. Option Carbon-Kühlergrill-Einsatz. Und ein Plastik-Kühlergrill-Einsatz. Plastik hebt sich viel zu stark ab. Von daher nehme ich hier Carbon, dass es alles so ein bisschen einheitlich ist. Wird genommen. Motorhaube. Wir haben serienmäßig Carbon mit Lufteinlass. Passt eigentlich ganz gut zu vorne. Carbon mit Lufteinlass und noch einen extra Luftschlitz mehr. Was eigentlich auch ganz gut zu vorne passt, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel. Carbon mit Doppeleinlass und dann hier nochmal an den Seiten. Das sieht ein bisschen strange aus. Ich finde, dieser Lufteinlass, dieser horizontale, passt ganz gut. Das ist auch nicht zu übertrieben. Von daher nehme ich den aber in ganz normal und nicht in Carbon. Wir haben mehrere Designs am Start. Einmal Overflot-Streifen. Da könnte man noch was mit Gelb machen. Dann hätte man so ein bisschen die schwedische Flagge. Eigentlich auch ganz witzig. Echt ganz cooles Design. Dann alternative Overflot-Streifen. Ja, Gelb. Da könnte man dann wieder was mit Blau machen. Amigas Racing. Yo, also diese ganzen Racing-Designs sind irgendwie nicht so meins. Das sieht ziemlich fresh aus, obwohl es eigentlich nicht so zum Auto passt. Stuck in the 90s. Das ist so dieses klassische 90er-Jahre-Design. Ihr kennt vielleicht noch diese alten 90er-Jahre-Jogging-Jacken, was auch immer. Oder generell diese 90er-Designs von MTV oder so. Das erinnert mega daran. Darum heißt es auch Stuck in the 90s, also in den 90ern hängen geblieben. Sprunk Racing, warte, ich gucke nochmal so ein bisschen rum. So, jetzt Sprunk Racing, wieder diese Sprite-Anspielung, krass grün mit so ein paar roten Maserflecken oder was das sein soll, Alter. LTD Racing, gefallen mir bis jetzt alle nicht, bis auf diese Stuck in the 90s, obwohl ich das nicht nehmen würde. Cerveza Baracho, irgendein Bier oder sowas. Kisama Bier, noch mehr Bier mit japanischen Schriftzeichen und einer fetten Katze vorne drauf und oben drauf. Xero Gas. Puh, viel zu übertrieben. Dann Rugga Rum, das Design erinnert mich voll an den Drift Temper, der hat ja auch so ein ähnliches Rugga Rum Design, glaube ich. Dann Muscle Gymnasium, da kriegst du voll einen optischen Anfall, das ist zu krass, das ist wirklich übertrieben krass. Mean Machine, ganz nice, passt aber eher, würde ich sagen, zu älteren Flugzeugen, so Zweiter Weltkriegsflugzeuge, das ist ziemlich nice. Aber zu dem Auto, Alter, never, nope. Also ich würde sagen, diese beiden sind schon mal meine Favoriten, diese beiden Schweden-Flaggen-Designs hier oben. Aber ich werde kein Design nehmen, weil die sehen alle irgendwie viel zu absturz aus, viel zu übertrieben. Ich will es relativ einheitlich halten, das Teil. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt zum Beispiel eine Natalie, RG Natalie Race Version draus machen, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Spiegel haben wir noch. Spiegel in der Primär und der Carbon-Spiegel. Ne, ich mache lieber Primär, weil ich will nicht, dass sie sich so abheben. Nummernschild. Ich habe, wie gesagt, einen Plan vom Design, von daher mache ich mal Gelb auf Blau diesmal. Nicht Gelb auf Schwarz, Gelb auf Blau. Lackierung, Primärfarbe.
Hier nehme ich nicht Metallic, sondern Metall und gehe hier auf gebürsteten Stahl. Keine Angst, das Dach mache ich nachher noch anders. Gebürsteter Stahl wird auf jeden Fall erstmal genommen. Und Sekundärfarbe machen wir, mal gucken, was sich so verändert. Weiß ich gerade nicht. Ach ja, überall Käfig verändert sich. Und das Dach, was anderes, soweit ich weiß, nicht. Und hier gehen wir auch in die Metalle rein und gebürsteten schwarzen Stahl. Jetzt will ich aber noch auf den gebürsteten schwarzen Stahl einen Perleffekt drauf haben. Von daher mache ich erstmal den Glitch, nehme ich mal Metallic. So, gehe dann wieder raus und ändere irgendwas. Zum Beispiel Nummernschild, mache hier, was weiß ich, blau auf weiß oder so. Und gehe hier auf Lackierung primär, dann Perleffekt. Jetzt kann ich mich einen Perleffekt auswählen. Yep, auf die Metalle drauf klatschen, geht immer noch. Und wähle hier einen. Und das ist so meine erste Idee gewesen, so die offensichtlichste Idee, weil das Teil ist halt ein Elektroauto, ne? Und da kannst du halt schön einen, wo haben wir es denn? Ja, blau. Irgendwas Blaues drauf klatschen. Blauen Perleffekt, aber nicht einen normalen blauen Perleffekt, sondern einen ultrablauen Perleffekt. Der knallt nämlich so schön, so Neon-Style, ne? Damit haben wir im Prinzip diesen Elektrosportwagen-Charakter, weil Elektrizität verbindet man irgendwie immer mit Blau, würde ich sagen. Und hier mache ich mal kein Ultrablau, sondern ein Rennblau. Ich glaube, Rennblau passt ein bisschen besser, das ist nicht zu krass fürs Cockpit, oder? Ja, ich mache mal ein Rennblau. Und was haben wir noch am Start? Wir haben noch Dachoptionen. Dach in der Primär. Sollte ich das Dach in der Primär nehmen? Im Prinzip ändert sich ja gar nichts. Serienmäßige Dach und Primär. Wir haben noch ein Carbon-Dach am Start. Ja, ich nehme einfach mal Dach in der Primär, einfach so. Verkaufen. Können wir das jetzt für den Preis? Übrigens, hatte ich das vorhin gesagt? Nee, die Karre kostet 2,1 Millionen, ja. Bei Legendary Motorsport. Wahnsinnig krasser Preis. Carbon Seitenverkleidung, nächste Spezialtuning-Option und Seitenverkleidung in der Prime. Ich muss gerade kurz überlegen wegen dem Frontsplitter, weil es ja dann einheitlich wäre, aber ich mache hier doch Seitenverkleidung in der Prime. Irgendwie sieht es besser aus. Dann Spoiler. So, wir haben noch Real-Life-Anspielungen drin. Wir haben einen, oh Alter, guck dir das mal an, einen oberen Spoiler, der ist im Prinzip so auf der Mitte von der Heckscheibe angebracht, also links und rechts daneben. Auch wieder eine Anspielung an den Real-Life-Spoiler vom RG Natalie, der ist auch so komisch da oben angebracht. Dann nochmal Carbon-Tuner, dann hier weiter wieder normal. Also irgendwie finde ich diese ganzen Spoiler-Optionen mega hässlich und ich finde, die passen überhaupt nicht, weil der RG Natalie im Real Life auch eher so einen dezenten Spoiler hat. Warum diesen komischen Spoiler, Alter? Irgendwie, finde ich, passt ja gar nicht. Gut, ja, diese Racing-Version hat diesen anderen komischen Spoiler, aber ich finde den auch im Real Life hässlich, by the way. Hier so eine fette Rasierklinge, Gillette Mach 3 oder sowas, großer Carbonflügel, gebogener. So viele Tuning-Optionen, so viele Spoiler-Optionen, aber sehr vieles davon ist meiner Meinung nach ziemlich hässlich. Uff, Bruder, echt schade, Mann. Ich würde gerne diesen dezenten Spoiler haben und nicht diesen krassen, Alter, nee, auf keinen Fall, Alter. Nee, ich nehme hier gar keinen Spoiler. Wir haben ja im Prinzip die Traktion eh komplett voll, wird sich nicht viel verändern. Spoiler lasse ich weg. Nächste Spezialtuning-Option sind hier die Sonnenblenden. Sollten wir uns wirklich eine Sonnenblende draufklatschen, die macht die Frontscheibe irgendwie so klein, keine Ahnung. Wir schalten mal durch, Sekundärfarbe, dann Hardstand. Okay, Globe Oil, Overflot, jetzt kommen diese ganzen Sponsorenteile für die Sonnenblende. Plastik, hässlich. So, dann hier an den Seiten, verdeckt, Fensterabdeckung, sekundär. Mit Hardstand, Globe Oil, Overflot, also nur an den Seiten. Plastik, Fensterabdeckung und jetzt beides gleichzeitig in der Primär, Vollabdeckung. Eigentlich nicht schlecht, eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, ich switch mal durch und switch mal weiter zu, nee, nicht das, Hardstand, Globe Oil. Vorne und an der Seite. Overflot. Overflot ist nice. Wir haben diese geile schwedische Krone am Start. Links, rechts und vorne. Finde ich eigentlich ganz nice. Jo. Weil Overflot represent halt, ne? Schweden represent. Gumport represent. Nee, eigentlich nicht. Aber egal. Federung. Wir haben maximal eine Sportfederung. Das, lol, haben wir Radsturz, Digga? Wir haben wirklich ein bisschen Radsturz, Alter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Okay. Jo, Sportfederung ist am Start, dann Getriebe, Renngetriebe, Reifen kommen jetzt. Eigentlich sollte jetzt Turbo-Tuning kommen und das ist noch eine Sache, die man hier beachten sollte. Turbo-Tuning ist normal über den Los Santos Customs nicht möglich, soll aber über die iFruit-Tuning-App funktionieren, über die iFruit-App und dann ist der E-Morgan auch ein bisschen schneller dadurch. Kann ich ja leider nicht machen, aber wisst ihr Bescheid, falls ihr euch den kaufen solltet. Turbo über die iFruit-App tunen, dann ist er noch ein bisschen schneller. Jedenfalls, weiter geht's mit den Reifen bzw. Felgen. Felgentyp Luxus. Dann gehe ich in die Chromfelgen rein. Ich nehme die Carbon Solar. Die sehen ganz nice aus eigentlich. Jo, die Carbon Solar. Orientieren Sie auch so minimal an den Standardfelgen. Dann weiter zu Reifen, Reifenmuster, Tuningreifen. Sollten wir wirklich Tuningreifen drauf machen? Passt eigentlich ganz gut zu der Beschriftung. Also zu der Krone links, rechts und vorne zur Beschriftung.
irgendwie ganz nice. By the way, mir fällt gerade ein, wir brauchen echt mal neue Reifen. Neue Tuning-Reifen, neue Tuning-Felgen, Alter. Noch deutlich mehr. So Bennys Option irgendwie, ja. Weil ich wähle hier sehr oft die gleichen Felgen aus, merke ich, weil die halt einfach so mit am geilsten aussehen. Von daher schusssicher. Reifenqualm, was machen wir? Nehmen natürlich blauen Reifenqualm. Letzte Tuning-Option, die Fenster. Wir könnten jetzt hier Limo-Tuning machen, werden die Seitenscheiben verdunkelt und dann auch nochmal die Heckscheibe. Ist eigentlich auch ganz cool, wenn die Heckscheibe verdunkelt wird. Dann haben wir diesen dunklen Übergang zum Heck. Und da wirkt das Auto von hinten auch gar nicht mehr so hässlich, finde ich. Also es ist nur meine persönliche Einschätzung. Obwohl ich jetzt eigentlich doch mehr vom Überrollkäfig sehen wollen würde. Wobei, ach nee, scheiß drauf. Limousine, komm, wir tönen die Scheiben einfach und das war's. Komplettes Tuning. Karre wird jetzt von draußen angeschaut. By the way, da unten sind noch kleine Carnards. Hab ich gesehen. Nee, hab ja noch vergessen, die Lichter zu tunen. Deswegen nochmal kurz in die Arena-Werkstatt rein und farbige Lichter drauf machen. Blaue Scheinwerfer oder Elektroblaue? Ne, ich tendiere zu den blauen, weil blau sieht irgendwie böser und einfach geiler aus. Elektroblau wirkt so harmlos irgendwie. Deswegen blaue Scheinwerfer draufklatschen. Und ich hatte ja noch eine zweite Tuning-Idee, so vom Design her. Und das war grün, so grünlich. Also so einen grünlichen Perleffekt und grüne Lichter. Zum Beispiel hier diese mintgrünen Scheinwerfer und dazu noch einen passenden grünen Perleffekt. Nur zur Vorstellung, weißt du? Weil Methanol verbrennt ja auch so grünlich. Hat ja diesen ähnlichen grünen Farbton, wenn du es anzündest. Und das war so meine zweite Idee. Deswegen einmal grün oder halt blau. Aber ich bleibe auf jeden Fall bei blau. Sieht irgendwie momentan cooler aus. Vielleicht switche ich nochmal später irgendwann. Aber jetzt bleibe ich bei blau. Neon Kids. Front, Heck und Seiten. Ist ein Elektroauto. Komm, machen wir diesmal. Machen wir ein elektrisch blau. Hier nehme ich ein elektrisch blau. Ich muss sagen, nach dem Tuning sieht der Immorgon echt edel aus. Mit diesen ganzen Beschriftungen, diesen kleinen Details, die ganzen Tuning-Parts, Splitter, Lackierung, die geilen blauen Lampen. Sieht schon richtig lecker aus. Wir dürfen uns bloß nicht das Heck anschauen. Das ist die erste Regel, nicht das Heck anschauen. Ich muss es irgendwie zensieren. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls werden wir uns ja ein bisschen das Auto nach dem Tuning von außen anschauen. Bei feinstem Tageslicht gibt es noch ein bisschen unnützes Wissen. Erstmal zum Namen Immorgon. Immorgon ist schwedisch und heißt auf Deutsch Morgen. Das Auto von morgen, das Auto der Zukunft sozusagen. Deswegen wahrscheinlich die Anspielung von Rockstar Games. Der RG Natalie hat nämlich im Real Life eine Brennstoffzelle, wo Methanol reingetan wird. Du hast halt auch einen Methanoltank drin, 55 Liter. Gibt es eine chemische Reaktion und dadurch entsteht wieder Strom. Durch das Methanol wird praktisch dann mit der Brennstoffzelle die Batterie aufgeladen. Und das soll wirklich das Elektroauto der Zukunft sein. Der Immorgon ist das fünfte Auto von Overflot. Die anderen Autos sind der Autarch, der Entity XF, der Entity XXR und der Tyrant. Lustigerweise ist der Tyrant eine Anspielung an den Apollo Arrow. Und der Apollo Arrow stammt übrigens auch von dem gleichen Erfinder, der auch den RG Natalie gebaut hat oder erfunden hat, nämlich von Roland Gumpert. Der Immorgon ist der erste Sportwagen von Overflot. Die anderen habe ich ja gerade genannt, das sind alles Supersportwagen. Er ist auch der vierte Elektrosportwagen in GTA Online. Die anderen Elektrosportwagen in GTA Online sind zum Beispiel der Raiden, der Neon und der Chameleon. Fahrzeugtüren alle auf und hier sehen wir gleich schon die dicke Fette. Was soll das sein? Ich denke mal eine Anspielung an die Brennstoffzelle vom RG Natalie im Real Life. Denke ich mal, dass es das hier sein soll. Und während die Türen auf sind, noch ein bisschen rumlatschen, noch ein bisschen unnützes Wissen zum RG Natalie im Real Life. Der RG Natalie, der ist der erste, weltweit erste Elektrosportwagen, der mit Methanol betrieben wird. Eine methanolbetriebene Brennstoffzelle hat, die eben die Batterie auflädt. Warum heißt der RG Natalie eigentlich RG Natalie? Weil RG steht für Roland Gumpert, der Erfinder vom Natalie, und Natalie ist halt seine Tochter. Einige von euch haben sich vielleicht vorhin gefragt, warum stecken hier eigentlich Audi-Anspielungen drin, wegen Audi A8 und so. Das ist doch ein Roland Gumpert Elektrosport und kein Audi. Naja, liegt wahrscheinlich daran, weil Roland Gumpert nicht nur der Erfinder vom RG Natalie und Apollo Arrow ist, der ja in GTA Online der Tyrant ist, sondern hat damals nämlich auch den Audi Quattro Antrieb erfunden. Witziges, geiles, kleines Easter Egg. RG Natalie hat im Real Life 555 PS, laut Wikipedia geht von 0 auf 100 in unter 2,5 Sekunden, hat eine Spitzengeschwindigkeit von 300 km/h, also ungefähr 50 km/h schneller als der Tesla P100D, was schon cool ist, und eine Reichweite von fetten 850 Kilometern, eben durch das Methanol, weil das Methanol eben ständig wieder die Batterie auflädt und damit auch mehr als 200 Kilometer mehr Reichweite als Tesla Model S P100D. Auf 500 Stück ist der limitiert und kostet extrem teure 500.000 Euro und ist damit mehr als 5-mal teurer als ein Tesla Model S P100D. Und wie immer noch ein Soundcheck in Anführungszeichen, Runden um den Block und ein Fazit danach. Yeah.
Es gibt ein paar positive Sachen, die mir aufgefallen sind nach der kurzen Runde um den Block hier beim Imorgon. Der hat halt Allradantrieb und ist ein Elektroauto, kommt deswegen halt schnell auf seine Endgeschwindigkeit, hat eine gute Beschleunigung, wobei der Neon wahrscheinlich noch schneller ist. Außerdem gute Kurvenlage, gute Traktion, aber die Endgeschwindigkeit ist ultra mies. Also ihr habt es ja vorne auf der Geraden oder gerade eben auf der Geraden gesehen und denkst ja halt die ganze Zeit, Digga, war das schon alles? Wird der irgendwie noch schneller? Ich meine, gut, man könnte jetzt noch den Turbo tunen über die iFruit App, aber ich glaube, das ist auch nur ein minimaler Geschwindigkeitsunterschied. In allen möglichen Sportwagenrennen wird er wahrscheinlich zerstört werden. Ich hatte es mal ausgetestet mit dem Imorgon Bonus auf der 8 ein bisschen gefahren, hatte eine Rundenzeit-Bestzeit von einer 57er Zeit, was wirklich sehr mies ist. Mit Italy GTO hatte ich eine 51er, also der wird auf jeden Fall vom Italy, vom Paragon oder auch vom Pariah komplett zerstört in Sportwagenrennen. Von daher denke ich mir, wozu brauchst du das Teil? Ist halt wieder so ein Auto, was zumindest von vorne und von den Seiten relativ schön aussieht, gerade nach dem Tuning, aber dann eben wieder zu nichts zu gebrauchen ist. Außer Rockstar Games macht mal irgendwann noch eine extra Sportwagenklasse, zum Beispiel eine Sportwagenklasse für Elektroautos. Das wäre zum Beispiel richtig nice. Da hätten wir wenigstens noch einen Verwendungszweck. Jo, und von daher habe ich mir gedacht, schade, dass das Teil in GTA Online so eine Enttäuschung ist, weil außer sammeln, anschauen und tunen kannst du mit dem Teil halt echt nicht viel machen, ne? Das war es auf jeden Fall mit dem Tuning und Test vom Overflot Imorgon. Wie gesagt, nochmal sorry, dass das Video so spät kam. Ich war halt mega unentschlossen, weil ich am Anfang doch relativ enttäuscht war von dem Teil und immer noch bin. Aber die Backstory, die Hintergrundgeschichte, finde ich halt mega interessant, weil das Teil im Real Life ein super krasses Projekt ist. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.